Ciao und willkommen zurück zu Outcast Second Contact. Wir sind Planet Adelpha und das sind unsere Top 5 Wünsche für das Outcast Remake. Nummer 5. Was wäre Outcast ohne seine magische Spielwelt? Kein echtes Outcast. Auch wenn das HD-Remake nicht mehr aus Voxeln, sondern aus Polygonen bestehen wird, wünschen wir uns, dass der einzigartige, natürliche und organische Look des Originals erhalten bleibt. Adelpha soll sich auch im modernen Grafikgewand wie eine lebensechte, organisch-dynamische Parallelwelt anfühlen, die sich sichtlich von anderen Open-World-Spielen unterscheidet. Adelpha muss einzigartig bleiben. Nummer 4. Habt ihr das auch erlebt? Am Anfang überfordert und Kanonenfutter für Ferans Krieger und später übermenschlich stark? Durch das Stoppen der Versorgungslieferungen und den Erwerb neuer Waffen wird man im Lauf des Spiels sehr stark. Auch die Tricks der KI fordern einen gegen Ende des Spiels nur noch selten. Wir wünschen uns daher einen zweiten Schwierigkeitsgrad für Outcast. In diesem Profi-Modus sollen Gegner besser zielen und cleverer agieren. Wir möchten auch gegen Ende des Abenteuers ordentlich gefordert werden. Nummer 3. Wer kennt sie noch? Die Quests und Inhalte, die kurz vor dem Release des Spiels entfernt wurden. So wie wir haben sich viele Spieler darüber beklagt, dass es niemals möglich war, alle Nebenquests abzuschließen, weil diese Aufgaben leider aus dem Spiel entfernt wurden. Wir möchten, dass diese entfernten Inhalte im HD-Remake wieder integriert werden. Wir wünschen uns das lang ersehnte Waffen-Upgrade für das Betäubungsgewehr und wollen endlich das Motasar-Öl-Quest und selbst zusätzlichen Gamor-Knochen-Auftrag abschließen. Nummer 2. Zugegeben, der Einstieg in Outcast war etwas schwierig, was vor allem auch daran lag, dass das Karten-, Notepad- und Questsystem sowie das Inventar etwas unübersichtlich war. Hier haben viele moderne Spiele praktischere Lösungen gefunden. Wir wünschen uns eine Markiermöglichkeit auf der Karte, ein Verzeichnis der Talana-Namen im Notepad und ähnliche Erleichterungen der Orientierung. This is going to be fun. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, hier noch ein paar Wünsche, die es leider nicht in dieses Video geschafft haben. Der Outcast Nintendo 64 Port, die Suche nach Nikas Hemd oder die Zozo Scooby Collectors Edition. Nummer 1. Wie kann es anders sein? Wir wünschen uns neue Inhalte in Outcast Second Contact. Egal was, Hauptsache es gibt für uns auch etwas Neues zu entdecken. Klar wäre eine zusätzliche Region wie Kizar, die Welt der Frauen, der Traum eines jeden Outcast-Fans. Doch rechnen wir aufgrund der knappen Ressourcen und des ambitionierten Zeitplans nicht mit derartig großen Erweiterungen. Wir bleiben jedenfalls gespannt, ob uns die Entwickler kleinere Erweiterungen spendieren werden. Das waren sie also. Unsere Top 5 Wünsche an das Outcast Remake. Was würdet ihr gerne in Outcast Second Contact sehen? Schreibt uns einen Kommentar und werdet Teil der Gemeinschaft. Bis zum nächsten Mal. Maya Afar.